Religion bewegen. Das Problem der Umma wird nicht bei den Nichtmuslimen geregelt und verändert, es wird in uns selber verändert. Wir müssen uns ändern. Allah sagt im Koran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, bis sie sich selber ändern. Wir sind alle nicht zufrieden mit der Lage der Umma, mit der Lage der muslimischen Gemeinschaft weltweit. Welcher Muslim kann damit zufrieden sein? Welcher Muslim kann damit zufrieden sein, wenn er Babys sieht von Muslimen, die platt gemacht werden, die bombardiert werden, die am Sterben sind, die am Schreien sind? Keiner kann damit zufrieden sein. Aber es nützt nichts, wenn ich heute hier stehe und sage, böser, böser Putin, liebe Frau Merkel, sagen Sie dem Putin, sagen Sie dem Obama, sagen Sie dieses und jenes. Weil der Schlüssel zur Veränderung ist nicht Wladimir Putin. Im Koran steht nicht, wenn ihr euch ändern wollt, wenn ihr eure Situation ändern wollt, dann ruft Wladimir Putin an oder demonstriert bei Angela Merkel. Im Koran steht, wenn ihr wollt, dass sich eure Lage ändert, dann ändert euch selber. Allah sagt im Koran, Sure 24, Vers 55, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلكم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah hat denjenigen versprochen, die glauben von euch und die gute Werke tun, dass er ihnen Khilafa auf der Erde geben wird und dass er ihnen eine feste Stellung auf der Erde geben wird und dass er ihnen, jetzt hört zu, dass er ihnen nach ihrer Angst Sicherheit geben wird. Sie dienen mir und gesellen mir niemand bei. Was ist hier der Schlüssel? Was ist hier die Beschreibung, die Allah gibt? Diejenigen, die glauben und gute Werke tun. Und was machen die? Die dienen nur Allah. Das ist hier die Beschreibung. Nicht diejenigen, die rumheulen. Hier, guck mal da, was uns passiert ist. Guck mal, was die mit uns gemacht haben. Die Juden sind schuld. Die Amerikaner sind schuld. Wir müssen an uns arbeiten. Ja, es ist leider in der Umma so. Und ich kann das ganz klar sagen. Ich sehe das immer wieder. Ich habe das immer wieder gesehen. Man sucht nicht nach einer Lösung. Man sucht nach einem Sündenbock. Das ist die Beschreibung von schwachen Persönlichkeiten. Starke Persönlichkeiten, die suchen nach einer Lösung. Schwache Persönlichkeiten, die suchen nach einem Sündenbock. Alles, was passiert. Aber warum sucht er dann so einen Sündenbock? Wisst ihr warum? Ja, ihr kennt diese Sprüche alle. Ja, hast du gesehen, was die Medien geschrieben haben? Die haben das und das geschrieben. Ja, können wir nichts machen, die sind von den Juden. Ja, hast du gesehen, was gestern im Fernsehen kam? Die haben das und das gesagt, die Juden. Hast du das und das gesehen, was da und da passiert? Oh, die Juden stecken dahin. Warum wird das gesagt? Er will damit sagen, boah, das ist so schwer, die haben so viel Macht, wir können nichts dagegen machen. Das ist Quatsch mit Soße. Der Prophet alayhi salatu wassalam, der war alleine gewesen in Mekka. Der war alleine gewesen in Mekka. Und er ist auf den Berg Safa gegangen und ist aufgestanden und hat seinen Mund aufgemacht. Heute gibt es viele Muslime, die Angst haben vor diesen Verbrechern, die unsere Religion in den Dreck ziehen. Ich habe keine Angst vor euch.